Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir uns dieses neue Gebiet hier, das neue Wüstengebiet hier gekauft, mit der Stadt drin und erweitern und versuchen gerade den Holzanschluss herzustellen. Das ist aber nicht so einfach wie gedacht. Aber wir kümmern uns aktuell drum und können dann rein theoretisch in der Zukunft auch Personenzüge dahin laufen lassen. Und meine Nase ist gerade mich einfach am Kitzeln. Das ist richtig, richtig ungut. Aber egal. Wir werden jetzt die zweite Tunnelschiene hier fertig bauen. Zack. Auf 0. Und einfach durchsetzen bis auf dieselbe Höhe. Genau. Perfekt. So wollen wir das haben. Wir ebnen jetzt noch hier in die Mitte aus. Und dann als nächstes machen wir den Anschluss nach drüben. Leute, jetzt muss der Anschluss nach da drüben gelingen. Wie am schlauesten wir das machen, ist natürlich eine andere Sache. Aber das wird schon alles klappen. So, und dann hier noch eine Schiene einfach hin. Ich nehme jetzt noch einfach eins vor. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Das schaut doch eigentlich schon richtig gut aus, würde ich sagen. Richtig, richtig gut aus. Wir tun natürlich jetzt halt hier beim Tunnelausgang und beim Tunneleingang direkt wieder anfangen, Sachen zu platzieren. Ich mache das jetzt per Hand schnell. Weil jetzt alles wieder passend einzustellen und dann tut er irgendwas vernichten, was ich eigentlich gezeichnet habe, weil es einen Grund hatte. Will ich jetzt nicht unbedingt eingehen. So, jetzt ist auf jeden Fall die Schiene geteilt. Strecke ist ready und jetzt nehmen wir einen von unseren Holzzügen. Zum Beispiel dich hier. Und sagen, du fährst nicht nach Prichtenstedt. Ein Transfer. Da fahren wir nicht hin. Wir tun das jetzt bearbeiten und geben ihm hier eine individuelle Route. Du tust hier laden. Und tust hier entladen. Das ist deine neue Route. Ab geht's. Den Auftrag überspringen. Findest du dann was? Schaut gut aus. Schau mal, verfolgen wir ihn mal, ob er das auch alles richtig macht, weil jetzt muss er ja gerade drüber. Alter, schau dir diese Präzision an. Da musste man vielleicht nochmal ein bisschen früher eine Abzweigung machen oder sowas. Ach ja, er fährt hin. Wir haben die erste Lieferung in die neue Stadt gleich. Oh mein Gott. Und? Er fährt ein, passt sogar rein. Entleert für 23.000. Oh, schön. Hat die erste Lieferung Holz erhalten. Oh, das ist so ein schönes Gefühl. Er hat Holz erhalten und dadurch wird die Stadt ein bisschen belebter. Und hui. Rein theoretisch kann man dann hier neben noch einen Personenbahnhof hinstellen. In eine Abzweigung irgendwie reinsetzen oder sowas. Und man tut halt dann hier oben die Abzweigung rein und dann hier Verteilung. Das geht ja alles. Du fährst jetzt weiter. Das war jetzt schon wieder so eine Verwirrung, wo ich mir dachte, so, hä, das ergibt keinen Sinn. Warum stehst du jetzt vor einer roten Ampel? Jetzt hat er, komm. Du hast einen Holztransport abzuliefern. Jawohl, da fährt er wieder. Oh, schön. Und es macht doch ganz schön ordentlich Kohle jetzt, weil ich glaube immer noch, dass wir hier zu viel liefern, glaube ich, oder? Nee, er hat sich ja... Oh! Oh, ho, ho, ho! Ho! Er wurde größer. Ho, ho, ho! Weil rein theoretisch können wir noch einen Holzzug einsetzen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall auch machen will, ist, wenn der Bahnhof... Ah, der Bahnhof ist leer! So. Neumünster Nord. Ich hasse es zu sagen, aber du wirst dabei vergrößert. Das wird jetzt offiziell, ich glaube, für lange, lange Zeit der längste Bahnhof, den wir haben. Ich will ihn so lang machen, dass wirklich nichts mehr im Vergleich lang ist. Also jetzt, das wäre wir brauchen vierspurigen. Ich wäre so für 250 ist eh das längste. Dann machen wir doch gleich mal Rekordlänge. Kostet enorm viel, aber ist mega geil.
So, und dann wieder die Station. Wo waren es denn? Und Schienen, Stationen, Güterbahnhof. So. Einen größeren Güterbahnhof, außer vielleicht mit mehr Schienen in Zukunft, gibt es aktuell nicht. Holla die Waldfee, jetzt geht's ab. Jetzt schauen die Züge echt klein dagegen aus. Aber in den zukünftigen Transporten ist dann sowas natürlich auch praktisch. Dann kannst du Transfers durchführen. Und wie gesagt, ich will in Zukunft, dass wir auch vielleicht hier ein großes Holzlagersystem haben, damit wir immer mindestens 1000 Holz auf Lager haben. Und von daher, wir haben jetzt aktuell, wie viel haben wir? ...600 Holz auf Lager. Wenn wir natürlich nicht das mitrechnen, was hier draußen noch liegt und was hier natürlich verarbeitet ist. Aber die Produktion kann natürlich in Zukunft erweitert werden ohne Ende. Aber natürlich, das ist jetzt zukunftsträchtig, der Bahnhof. Der hält. Für eine Zeit auf jeden Fall. Jetzt speichert es wieder. Stau haben wir aktuell keinen, das ist gut. So. Jetzt stauen wir uns da. Oh Gott. Jetzt geht es. Also okay. Das wird problematisch mit den zukünftigen Zügen. Da müssen wir uns... Oh Gott, da muss ich wieder was überlegen. Muss ich wieder Hirn aktivieren? Nee. Ach nee. Funktioniert aber gerade so gut. Von wie Städte wachsen. Ich bin immer noch erstaunt, wie schnell die Städte wachsen. Was wir auch machen können, ist noch... Ah nee, das war mal ja vorhin schon. Da muss ich doch mal erstmal gucken. Wie viel kostet es hier? 4,1 Millionen. Hier haben sie Ressourcen. Was ist das für eine Ressource? Land? Sand? Land, genau. Sie haben Land als Ressource. Das hört sich sehr interessant an, mein Herr. Ja, ja, da sind wir sehr interessiert dran. Ja. Eigentlich wollte ich hier gucken, wegen, ob ich hier was drin lager. Ja, nice. Was ich nicht habe, dass man zum Beispiel sowas nicht verändern kann. Also wie gesagt, das Spiel ist mega cool, das darf man auf jeden Fall nicht verneinen. Aber es gibt halt Sachen, wo ich mir denke, so, why? Einfach why? So, okay, du bist immer noch gut. Dich, du kriegst eine neue Bearbeiten. Alles erstmal entfernen. Halt hinzufügen, hier laden. Halt hinzufügen, hier entladen. Und man sieht jetzt schon, wir haben hier einen wichtigen Knotenpunkt und die stauen sich jetzt halt hier. Weil du nicht sagen kannst, okay, die Station hat 5 LKW-Parkplätze, wo geladen werden kann. Es sind Straßenparkplätze. Ich weiß nicht, ob da was in der Zukunft zum Beispiel sich ändert. Aber wenn du, keine Ahnung, große Umschlagplätze hast, ist sowas ja eine Katastrophe. Da musst du für alles eine eigene Station bauen. Das ginge, aber es ist nervig. So, und rein theoretisch dürfte der jetzt forschen anfangen. Jawohl. Es wird zwar alles dauern, aber mit Zeit kommt Geduld oder sowas in der Art. Und dann wird das schon kommen. Wie viel machen wir das? 75 Mal. Er muss zweimal fahren, okay? Auch uncool, aber das wird schon. Personen sind aufgenommen, das ist gut. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall einen guten Einblick in dieses Voxel Tycoon bis jetzt. Man muss halt mehr in die Forschung investieren, das ist so das, was ich total vergesse, das Forschen, weil ich halt mich auch dann auf konzentriere, auf Geld, Ressourcen zu machen, um halt die Schienen zu erweitern in Zukunft, aber dass ich natürlich forschen muss, vergesse ich dann immer wieder. Und dann tut mich sowas dann hier zum Beispiel aufhalten, wo ich dann halt ewig lang überlege, okay, wie baue ich jetzt am besten, damit ich hier genug Sachen reinkriege? Das wird mich dann wahrscheinlich am meisten stören. So, ich würde mal gerne in die Forschung nochmal gucken, was es allgemein noch so gibt. Holzbearbeitung. Das ist ja sowas, was mich noch interessieren würde. Dafür bräuchten wir Latten. Dafür müssten wir Latten produzieren wiederum. Das ist ja auch so eine Sache. Rein theoretisch kann ich natürlich einen Außenposten irgendwo bauen, der sich um solche Sachen kümmert. Warte mal, bin ich doof? Obwohl, forsch du mal weiter. Ich baue noch eins.
es kostet ja rein theoretisch nichts. Aber wir forschen doch einfach mal hier Holzverarbeitung. Wir haben hier direkt die Anbindung. Also, hier ist halt direkt ein Lager, ne? Das ist... easy. Wie voll ist der? Oh Gott, die transportieren fast nichts. Oh, no, oh, no, no. Warum fährst du nicht weiter? Dieses mit, okay, Kreuzung nicht so cool. Also ganz okay, aber nicht so cool, wie ich es erhofft hätte. Warum wird denn das jetzt wieder rot? Rein durch, wenn es gerade... hm. Also zwischendurch hängt es dann noch. Da müsste man sich auch wieder was überlegen, damit es wirklich einwandfrei läuft. Vor allem jetzt ist dann wieder sowas, genau. Oh! Das ist nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Vor allem, weil hier doch viel auf einen Schlag auch kommt. Hier sind halt 1, 2, 3 Kreuzungen hintereinander. Und hier schaut die Holzverbindung, aber oh, hier sind sie zufrieden mit dem Holz. Ich würde mal hier in die Stadt ein bisschen investieren. Neue Gebäude bauen. Ins Wachstum investieren. Passagiere sind noch nicht so happy, aber das kann man in Zukunft verändern. Da könnt ihr mal gucken, wie wäre das hier mit einer Station, einem Passagierbahnhof. In derselben Länge natürlich wie jetzt, keine Ahnung, hier. Ich glaube, da brauchen wir 140 Meter oder so, was haben wir da genommen. Da müsste man erstmal aufstocken, hier das Terrain. Und dann, wenn man wieder unter Zug, nein, nicht Zugdepot, sondern hier schaut. So, dann hätten wir jetzt hier die Winterbergstation zum Beispiel schon. Dann designen wir doch einfach hier nochmal gleich um, oder? Aber Leute, ich würde sagen, das lassen wir für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.